Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserem Mirror's Edge Let's Play. Wir hatten gerade an einer Stelle aufgehört, wo leider kein Checkpoint war. So ein Mist. Deshalb müssen wir uns hier nochmal durchkämpfen. Glücklicherweise kennen wir den Weg. Da wird das nicht allzu lange dauern. Es ist einige Backgammon-Spiele später. Auch einige Biere später. Und vor allem... schon einige Stunden später und ich bin gespannt, wie gut wir hier jetzt noch so durchkommen werden. Eieiei, Leute, Leute, Leute. Ist doch kein Grund, hier alles kaputt zu machen hier. So, hier ging's lang. Und da ging's, glaube ich, auch schon raus. Bam! Du hast ihn noch nicht abgeschüttelt. Genau. Und darüber? Oh, scheiße. Darüber mussten wir. Und da kamen dann gleich Leute aus den Häusern gestürmt. Wir haben jetzt zwar eine Knarre, aber ich glaube, die sind in... Ja, die haben so Schutzanzüge an. Da hilft nichts. So, zack, hier um die Ecke. Wow, wow, wow. Bleib mal ganz ruhig. Scheiße, ich sehe nichts mehr. Okay, okay, okay. SWAT-Teams hinter uns. Wo lang jetzt? Ein Sprungbrett, ein Sprungbrett. Okay, okay, und jetzt? Scheiße, Stacheldraht. Hoch, 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 Füße. Hoch, 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 hoch. Schneller, 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 schneller. Oh, nein, erwischt. Das war doch so knapp. Oh, na gut, dann nochmal. Mal sehen, vielleicht können wir hier mit einer Rolle ein bisschen Zeit rausschlagen. Genau, perfekt. Die Knarre haben wir jetzt leider nicht mehr dabei. Ah, kletter doch schneller. Eieieiei. Alter Schwede. Alter Schwede. Hoi! Oh, ja, 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 ich stehe ständig unter Strom in... Ah, schon wieder reingeguckt. Ich stehe ständig unter Strom in diesem Spiel. Ei. Und spring, 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 spring! Jetzt! Nice! Puh, das war knapp, wa? So, hier, ach, hier kann man durchrutschen. Das geht, glaube ich, noch ein Stück schneller. So. So, hier kriegt er uns erstmal nicht mehr, ihr Wichser. Alles klar. Bam! Bam! So, drin. Puh. Scheiße, jetzt müssen wir hier erstmal wieder abhauen. Was ist hier nur passiert? Warum bricht die Framerate ein? Ist auch egal. Was ist hier nur passiert? Alter Schwede, wie kommen wir denn jetzt hier durch? Nein! Oh. Ja, wir haben auch verloren. Wir müssen da scheinbar springen, weil der blöde Aufzug nicht aufgeht. Mistaufzug! So, also erstmal durch hier. Scheinbar so ein Stück weit. Huppa! So. Rutscher mal ganz runter. Wo lang könnte es dann... Ach, runter ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Haben Sie verloren. Seid ihr hier irgendwo? Scheiße. Ist eine Knarre? Ne, eine Ratte. Okay, wieder raus. Ja. So tief sind wir noch gar nicht. Mensch, ein Glück, greifen wir jetzt gerade nicht nochmal an. Alles klar, dann. Hup! Ah, müssen wir wieder zu Creek zurück. Wie es scheint. Oh, ein zu früh gesprungen. Alter, die scheiß Cops, ey. Diese blöden Maden. Ah, wie soll das denn gehen? Scheiße, Mann. Da haben sie uns schon wieder gelegt. Die blöden Wichser. Drake hat weiter vorne ein Versteck. Lauf mit der Kräne. Ich gebe dir gleich weitere Infos. Die Kräne sind also unser Ziel da hinten. Okay. Zack, hier mal rauf. So, hier wären wir erstmal sicher. Bringt aber nichts, denn wir wollen ja... Wenn wir sie überblicken kann, wollen wir da hoch. Scheiße! Mein Süßer, halt dich doch mal fest! Ah! Verdammt! Was ist das hier? Warum? Und wieso? Egal, los! Hup. Okay, hier rauf. Okay, und jetzt darauf und darauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich hab schon wieder überall irgendwelche blöden. Da ist das Rohr. Ah. Scheiße.
Wir hätten da lang gemusst, verdammt. Und die ballern wie die Blöden auf uns. Mensch, wir haben euch nichts getan. Oh, 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 oh. Zack, und hier rüber. Yeah, baby. Oh. Okay, da ist wieder was, einfach zum Springen nutzen können. Zack, zack. Way. Okay, wo lang jetzt? Alter Schwede. Bleib doch mal ganz cool. Und jetzt hier irgendwo lang. Scheiße, wo geht's lang? Okay, da zeigt die Alt-Taste hin. Oh, das war knapp. Achtung, Kopf voraus. Sieht aus, als hättest du kämpfen. Ich will aber nicht kämpfen. Ach, Mann, ey. Okay, dann vielleicht wird der schön... Gib da her! Oh, nein! Nein! Ach, warum hat es denn nicht geklappt? Wie kann man sich so dusselig anstellen? Ah, ich frag lieber nicht. So, wo sind wir hier? Ich glaube, wir sind ziemlich knapp vor den Cops. Ah! Achtung, Cops, sieht aus, als hätten zu kämpfen. Ja, ja, ist kein Problem für uns. So, da sind die Cops. Alles klar, wir holen uns das Maschinengewehr. So sieht es immer aus. Ha! Unsers, du blöder Wichser! Jawoll! Ah, die sind clever. Scheiße! Oh. Geh kaputt! Oh nein! Verdammt! Na gut, nochmal. Alter Schwede. Ist dieses Spiel spannend. Man steht einfach wirklich permanent unter Strom. Besser hier rüber, geht schneller. Eieieiei. Okay, holen wir uns nochmal die Knarre von dem. Oh, voll reingerannt. Na toll. Ist aber auch nicht so leicht, so eine Knarre zu kriegen. Oh nein. Oh nein. Vielleicht sollten wir doch lieber battlen einfach. Mit so einem Sprungkick. Ist vielleicht besser, als die Waffe von vorne zu klauen. Ja, probieren wir es mal. Hui! Aua. Los, Face, renne! Okay, wir machen jetzt aber einen richtig geilen Sprungkick hier. Bam! So, her mit der Knarre. So. Ja, aber nicht ohne dieses Ding hier mitzunehmen. Wo lang geht's? Da oben ist der Kran. Eieiei. Ah, verdammt, diese Waffen machen einen so langsam. Ach, das sind Rohre. Ich denke mal, mit denen kann es funktionieren, wenn nicht gerade irgendwo ein blöder Hubschrauber sein... Ja. Sein weiteres tut. So. Da ist eine Tür. Da wollen wir hin. Verdammte Brille. Ist das schon wieder spannend. So, hoch hier. Eieieiei. Bam! So, hoffentlich geht der Fahrstuhl diesmal. Düt. Alles klar und düt. Eieiei. Puh. Was haben wir hier? Daily City, the newest threat to children. Running! Aha. Five signs someone you know might be a runner. Telltale on their... Ach Gott, das ist alles irgendwie... Ach, a fondness for the color red. Aha, wir mögen irgendwas Rotes anscheinend. Interessant, aber relativ schwer zu lesen. So, wo geht's denn jetzt eigentlich hin? Nach oben wahrscheinlich. So. Und die Musik... scheint gerade mal keine Action im Petto zu haben. Ah, was sag ich? So, wir wollen da runter. Alles klar, und es ist schon wieder richtig treibend. So, wie es sein muss. Hey, 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 hey. Oh. Eigentlich ist es immer keine so gute Idee, sich hier oben so festzuhalten, wenn man da hochklettern muss, weil das dauert immer seine gewisse Zeit. Aber ich sehe gerade keine Gegner. Und der Kran ist so nah. So, wie geht denn das jetzt hier? Ach, ah, alles klar, ein Wallride. Eieiei, das war knapp. So, da geht's hoch. Verjagen wir mal die drei. Irgendwo ist ein Gerüst. Ah, da, alles klar.
Ei. Ah. Hoch mit dir. Ah. Scheiße. Oh. Alter Schwede. Na, da geht ja einfach mal gar nichts. Puh. Das war mal gut. Ah, wieso springe ich denn nicht weit genug, ey? So, eieieiei. So, dann gehen wir hier gleich mal runter. So, hier lang. Alles klar. Müssen wir dieses Ding hier hoch? Es scheint rot zu leuchten. Vielleicht. Eine gute Idee, hier rüber zu balancieren. So. Und jetzt? Wo lang denn jetzt? Da hoch vielleicht? Scheiße. War es doch keine so gute Idee? Alter. Ach kommt, ey. Wo geht's denn jetzt lang? Mann. Ich glaube, die Idee war nicht so gut. Nicht so prickelnd. Ich glaube, es ist viel prickelnder, wenn wir jetzt irgendwie versuchen hier... Scheiße. Du musst nach oben, um da wegzukommen. Da muss ich doch lang, aber wie komme ich denn da hoch? Ah, okay. Vielleicht so. Und jetzt da oben ran. Yeah, okay. Huah! Ihr kriegt uns niemals, ihr Blöden. Oh, oh, oh. Nein! Face, du sollst doch nicht vom Gerüst. Oh, wie kann man denn so auf dem Präsentierteller stehen? Geh doch mal rüber. Spring doch rüber. Oh, Face. Oh. Oi. Okay, ich höre erstmal Deckung hier. Jetzt hier hoch. Immer weiter rennen. Eieieiei. Wichtig ist immer zu rennen. Oh nein. Weiter renne. Ah, verdammt. Oh, dieses Spiel, ey. So, weiter geht's. Hier irgendwo. Ach ja, da ging's nach da oben. Wie habe ich das nochmal gemacht? Ach ja, hier so. Und dann so, höp. Gut. Höp. Und immer weiter rennen. Hier hoch. Wieder runter. Da runter. Das ging eigentlich relativ gut. Weil sich hier nur abrollt. Alter. Schwede. Ah, da sind wir zu weit auf dem Präsentierteller. Das wird da nichts. Huh. Scheiße. Na gut. Gucken wir das nochmal. Einen Moment kurz. Huh, ist das aufregend. Okay. Oh, da musste ich ganz kurz mal auf mein Telefon gucken, wie die Uhrzeit gerade steht. Wollen wir vielleicht lieber da lang? Vielleicht ist es besser, wenn wir gar nicht um die Ecke gehen. Sondern hier weiterlaufen, weil hier ein rotes Brettchen ist und wir dann etwas weiter in den Abgrund fallen können. Bam! Ja, so wie man sich das vorstellt. Geil! Ah, na gut, also hier hoch und da hoch. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Kraft, die Faith in den Armen hat, hätte ich auch ganz gerne in den Armen. So, jetzt passt mal auf, wie geil wir das jetzt hier machen. Habt ihr den gesehen? Der war schon besonders cool, oder? So. Bam. Nein. Hör mit deiner Knarre, du Arschkriecher. Oh nein, die Knarre ist viel zu lang. Macht uns viel zu langsam. Die wiegt viel zu viel. Die Frage ist, in welche Richtung müssen wir jetzt? Es könnte sein, dass diese Richtung doch die richtige war. Und wir hier gar nicht runterfallen sollten. Mal gucken. Nee, hier geht's nicht weiter, okay. Dann nehme ich mal an, dass es doch die richtige Richtung ist, wenn wir hier langlaufen. Aber da, auf der anderen Seite ist ja wieder dieser blöde... Na gut. Oh. Ist ja wieder dieser blöde Hubschrauber. Der Helikopter wurde zurückgepfiffen. Aber nicht für lange, fürchte ich. Geil, der Helikopter ist erstmal weg. Das gibt erstmal ein bisschen Ruhe. Eieieiei. Dann rennen wir am besten mal weiter. Schön durchatmen, Faith. So, ich höre da schon wieder irgendwo einen Chopper. So, darüber müssen wir irgendwie. Naja, gut, mal gucken. Sind wir hier nicht gerade eben lang gelaufen? Ah, okay, verstehe.
und dann rüber aufs andere Gerüst scheinbar. Wieder mal. Ein wenig verlaufen fühle ich mich hier. Aber nun ja. So, da oben wollen wir hin scheinbar. Seltsam. Ach, da oben ist da auch schon der... Können wir hier nicht irgendwie... Können wir nicht. Wir sind so nah an unserem Ziel. Jetzt habe ich ein wenig die Orientierung verloren, meine Freunde. Tja. Das kommt, das passiert dem Besten, würde ich mal sagen. Da kommt man nicht ran ohne weiteres. Ach, hier kommen wir ran. Ha. Okay. Na dann, Faith. Zeig mal, was du kannst, Süße. Spring mal bitte daran. Oh nein. Oh! Ah, hab ich mich erschrocken, ey. Oh. Verdammt. Na gut, probieren wir es erstmal mit den Knarren. Bam! So, da ist unser Ziel, unser Mission. Accomplishment. Whoop. Rauf auf den Kran. Was auch immer uns das hilft. Er leuchtet so rot, das muss richtig sein. So, hier nochmal hoch. Oh, hat mich dieser eine Bulle da erschreckt. Erschrocken. Erschrickt. Ach, Wayne. So, voll auf den Kran. Und jetzt? Ach, ich nehm's an. Wir rennen hier rüber und können dann da rüber springen. Geil. Okay. Whippa! Eieieiei. Whippa daneben. Hm. Ah, verdammt. Wenn man sich so ein bisschen in diesem Fluss findet, dann... Oh, ne, wieder ab hier. Ach, verdammt. Da hätten sie uns ja doch ein bisschen mehr entgegenkommen können. Naja, gut, wir wissen ja ungefähr, wie es geht. Ah, da habe ich den Anschwung verloren, weil ich einmal gegen die eine Ecke da gelaufen bin. Ah, ihr seht, langsam härte ich ab bei dem Geräusch. Das macht mir gar nichts mehr aus. Nee, ganz ehrlich, dieses Geräusch tut mir echt weh, wenn Faith auf dem Boden aufknallt. Die üble Kiste. So, hier rüber. Wupp. Und so schnell, wie wir nur können. Ah. Zack. Jetzt kommt uns doch gleich hier nochmal der Gegner entgegen. Lass mich doch nicht foppen. Ja, genau. Genau so sieht's nämlich aus. Da knallst den einfach mal kilometerweit runter. Und hier geht's rüber. Yeah! Oh, so. Da müssen wir dann hoch, dann da rüber. Genau, wissen wir Bescheid. Und auf der einen Ecke werden wir auch von einem Gegner überrascht. Ist aber alles gar nicht so schlimm, weil wir wissen ja jetzt, dass er da ist. So, zurück. Er wird wahrscheinlich abgesetzt vom Helikopter gerade da oben. Dann werden wir gleich mal in cleverer Erwartung. Ja, schön langsam nach links. Bis du hoch kannst, Süße. Genau. So, toll. Jetzt wissen wir schon wieder, dass wir da sind. Zack, her mit der Knarre. Wumm. Und bam. Und wir machen uns an seinen Kumpel. Bam. Bam. So, weg mit dem Ding. Zack. Das ist echt kein Shooter, ne? Man ist echt mehr so auf Geschwindigkeit aus. Aber das macht mir unheimlich Spaß. Dieses Spiel ist einfach nur mega geil. So. Uah. Mensch. Faith, du sollst Leiter nicht runterfallen. Ah, Mann. Oh Gott, bin ich aufgeregt. Habt ihr jetzt auch gerade die Orientierung verloren gehabt? Herzlich willkommen im Club. So. Also, wir nach wie vor hier auf der Flucht. Und über die Kräne. Eieieiei. Das wird ja was. Hüa! Renne, Süße. Yeah! Yeah! Ah. Okay, wo jetzt lang? Da ist eine rote Tür. Über den Zaun kommen wir nicht. Stacheldraht. Muss niesen. Verdammt! Ja, Entschuldigung. So, weiter geht's. Musste nochmal niesen. Verdammt, weiter geht's. Kannst du Miller erreichen? Ich muss ihn nochmal treffen. Klar. Okay, also Miller wird angerufen. Wie kommen wir denn jetzt hier weiter? Ach nee, die Tür ist ja vor dem Stacheldraht. Bam. Da unten ist gleich die nächste rote Tür. Oh, spannend. Tiefgarage.
bei Miller. Ich habe Ihre Nachricht erhalten. Ich habe mir mal Roadburn angesehen. Wieso? Er ist Travis Burfield, Pope Security Chef. Denken Sie, er war das mit Pope? Vielleicht. Auf jeden Fall hat er Kate reingelegt. Er wollte, dass sein Kopf dafür bezahlt. Und er war nicht allein. Er erwähnte ein Projekt Icarus. Burfield ist gefährlich, Faith. Er ist keiner, mit dem Sie Ärger haben wollen. Er hat meine Schwester verarscht. Es tut mir leid, Faith. Was denn? Das hier. Ich will auch nicht, dass Kate dafür bezahlen muss. Aber leider gibt es Privatunternehmen, die in unseren Bezirken mitmischen. Zur Verstärkung der städtischen Sicherheit, heißt es. Sie sitzen uns im Nacken und warten nur auf einen Fehler. Der einzige Weg, das gut zu Ende zu bringen, für uns und für Kate, ist ihnen was zu geben. Mich? Ja. Mich interessiert nur Kate und ihr zuliebe. Lass ich sie gehen. Doch wenn sie noch mal eine Waffe auf mich richten, erledige ich sie. Und vermutlich würde ich der Stadt damit einen Gefallen tun. Wow, 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 was da abgeht in der Tiefgarage. Geil, geil, geil. Reynolds Street, 19.17 Uhr. Da bewegt sich ein Vogel Richtung Roadburns Miete. Ist das Roadburns Park? Vielleicht. Für mich sah wie von der CPF aus. Und wie viele Leute kriegen hier einen Vogel in die Finger? Nicht viele. Wenn du sie erwischen willst, leg besser los. Und bleib vom Boden weg. Zu viele Cops. Ja, wir bleiben natürlich vom Boden weg. Aber das erst in der nächsten Folge Mirror's Edge. Danke fürs Zuschauen, fleißig kommentieren. Mein Name ist Bernhard und ich sag tschö.